Mein Name ist Wiebke Hahn, ich bin Kuratorin der Ausstellung Fetische des Blicks, Mode und Verführung für die Stiftung Alas Pro Arte. Die Ausstellung zeigt rund 60 Werke, davon die meisten aus der Alas Collection, hinzugefügt um einige ausgewählte Leihgaben. Im Fokus steht der Fetischismus als ein Phänomen der Gegenwart im Sinne der Identitätsstiftung. Und auch im Prinzip als ein neuer Anker in der Welt, als ein neues Beziehungsverhältnis zu den Dingen, mit denen wir uns umgeben. Ich stehe hier vor einer Arbeit von Hermann Nitsch, die eigentlich so den ersten Raum widerspiegelt, in der es nämlich um die Repräsentation des Körpers durch Kleidung geht, beziehungsweise Kleidung als Metapher und Erzählung. Also wie erzählen Dinge und wie erzählt Kleidung eine Geschichte? Hermann Nitsch eben in diesem Schüttbild, während er das Bild produziert hat, sein Malhemd getragen, das er dann im Anschluss zentralperspektivisch eigentlich auf die Arbeit platziert hat und so bis heute eigentlich Präsenz hier im Raum ist, aber sich auch wie in einem Reliquienbild ja eigentlich als Kultfigur emporgehoben hat. Wir gehen dann in den nächsten Raum, wo wir unter anderem eine großformatige Malerei vom Künstlerduo Römer und Römer sehen. Vor allem im pointillistischen Stil, also es verschwimmt eigentlich. Von weiter weg könnte man vielleicht schon denken, es handelt sich um eine Fotografie. Und tatsächlich war die Vorlage eben auch eine Fotografie. Also das Künstlerpaar ist sehr viel auf Reisen und in dem Falle waren sie eben in China unterwegs, auf einem der zahlreichen Shopping Malls. Und dabei ist dieses Bild entstanden und zeigt die zwei jungen Frauen, die gerade eigentlich so vollkommen vertieft in ihren Shoppingtrip sind, uns eigentlich entgegenlaufen. Wir befinden uns eigentlich auch auf dieser Straße, aber unsere Blicke begegnen sich nicht, weil wir so abgelenkt sind von der Vielfalt der Waren. Denn um ja eigentlich den Konsumfetisch geht es hier in diesem ersten Raum. Die Arbeit von Daniel Spörri zeigt ein ziemlich kurioses Miteinander an unterschiedlichen Dingen und Gegenständen. Und eigentlich führt er so ein bisschen unsere Alltagsästhetik aufs Korn, vor allem eben in so eigentlich plüschigen, etwas kitschigen Wohnzimmern. Er war wirklich fasziniert mit den Teppichen, die sich manche Menschen an die Wand hängen und hat die eigentlich diese Geschichte ergänzt, die dort erzählt wird mit den Kängurus am See. Man sieht hier eigentlich so ziemlich kurios eben diesen Elefantenrüssel aus der Ledertasche steigen, der beleuchtet ist und eigentlich so eine Art Sonnenuntergang-Kitsch auf diesem Teppich produziert. Hier ist noch ein Rentier, andere kuriose Taschen und in seinem Fokus seiner Arbeit stand eben vor allem die Dingwelt und er war fasziniert damit, wie wir eigentlich so Dinge anhäufen, anreichern und im Prinzip auch ohne sie anscheinend irgendwie nicht mehr auskommen scheinen. Also er ist in den 1930ern geboren und hat wirklich so diesen Wachstum eigentlich mitbekommen an einer steigenden Konsumkultur. Dann haben wir hier noch eine Arbeit von Kleck & Gutman, die als Leihgabe vertreten ist in der Ausstellung. Und das Künstlerduo hat eigentlich hier eine Arbeit von sich selbst wieder zu ihrem Eigen gemacht. Man muss ein bisschen weiter ausholen. Die Künstler waren im Hamburger Rathaus unterwegs auf einer Führung und haben dort im Bürgermeistersaal ein Gemälde von Hugo Vogel, dem sind sie begegnet. Und der hat eigentlich im Jahr 1896 den Einzug der Senatoren in die Neueröffnung des Rathauses festgehalten malerisch und die beiden haben ihrer Serie Our Production, The Production of Others eigentlich eine Fotografie dieser Malerei hinzugefügt, die sie natürlich perfektioniert haben und Jahre später sind sie dann eigentlich auf diese Foto, also auf ihre eigene Arbeit gestoßen und vor allem auch auf diese Werbung von Chanel, in der sie die Chanel sich eigentlich angeeignet hat und noch um eine Abbildung von Inès de la Frassange ergänzt hat, die damalige Muse von Karl Lagerfeld in den 1990er Jahren und als Werbung genutzt hat. Und dieses Werbebild hat sich Kleck & Gutman dann im Anschluss eigentlich wieder selbst angeeignet und zum Kunstwerk erklärt. Wenn man dann nach oben in den ersten Stock geht, da geht es dann vor allem ganz im Allgemeinen gesprochen um das Konstruktionsprinzip von Gender und vor allem auch um Gender als ein Mittel der Macht und zeigt unterschiedliche Künstler, wo vor allem dann auch die älteste Arbeit vertreten ist, von Toulouse-Lautrec über Kirchner, auch weitere Modefotografie von Testino, aber auch die sehr feministische Künstlerin Dorothea Jones. Die Ausstellung entstand in Beauftragung der Stiftung Alas Pro Arte und hier auch nochmal ein ganz herzliches Dank an Frau Alas und den Geschäftsführer und Kurator der Alas Collection, Herrn Torner.
Ja, vielen Dank, Frau Hahn, für die Einführung und auch vor allem dafür, was Sie für eine tolle Ausstellung hier kuratiert und konzipiert haben für uns. Sie haben ja auch Ihre Kuratierungserfahrung schon in Martha Herford gesammelt, auch zu diesem Themenbereich. Und wir sind ganz froh, dass wir in diesem Herbst zusammen mit dem Martha Herford eine Kooperation machen zu diesem vielschichtigen Thema Kunst und Mode mit zwei zeitgleichen Ausstellungen zu verschiedenen Fragestellungen. Und das Tolle daran ist, dass eben im Martha man in die Breite geht mit der zeitgenössischen Kunst. Und bei uns haben wir eben das ganze 20. Jahrhundert beginnt mit Toulouse-Lautrec, Ernst Ludwig Kirchner und dann auch bis in die Gegenwart. Und das ergänzt sich ganz wunderbar in diesem Kunstherbst hier in Herford. Also, lieber Herr Kehler, eigentlich wollte ich dann auch Herrn Nachtigall erwähnen, der ist aber noch auf der Autobahn auf dem Weg hierher und kommt noch. Liebes Martha-Team, liebe Frau Neugebauer, lieber Herr Ulrichs, liebe Frau Hahn, sehr verehrte Damen und Herren. Erstmal muss ich vorausschicken, es ist toll, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben. Die Umstände sind etwas widrig und das zeigt, dass Sie ein großes Interesse an Kunst und Kultur und auch an unserer Stiftung haben. Vielen Dank dafür. Vor fast genau 2 Jahren, am 27. September 2019, habe ich Sie zuletzt an diesem Ort zur Eröffnung einer Ausstellung begrüßen können. Damals ging es, viele von Ihnen mögen sich erinnern, um das Lesen in der Kunst. Wer hätte gedacht, dass wir erst 2 Jahre später wieder hier zusammenkommen? Es ist viel geschehen seitdem. Jeder und jede von Ihnen könnte eine eigene Geschichte darüber erzählen. Und leider leben wir noch immer nicht in normalen Zeiten. Wenn ich mich hier so umschaue, fühle ich mich fast an unsere allererste Ausstellung in diesen Räumen erinnert, Gesicht und Maske. Damals, 2017, ging es um Porträtkunst und wenn man sich das Cover hier so anschaut, dann könnte man sarkastisch sagen, wir waren unserer Zeit weit voraus. Doch auch wenn die Umstände noch immer schwierig sind, freuen wir uns trotzdem sehr, endlich wieder eine Veranstaltung durchführen zu können. Es wird höchste Zeit, dass wir wieder unsere Hauptaufgabe wahrnehmen, nämlich die Grundversorgung der Stadt Herford und der Region Ostwestfalen mit Kunst und Kultur. Bei dieser Grundversorgung helfen viele Museen und Kulturinstitutionen mit. Mit einer von ihnen, nämlich dem Martha Herford, ich darf wohl sagen dem Platzhirschen für Kunst in dieser Region, bearbeiten wir in diesem Herbst gemeinsam, aber mit unterschiedlichen Fragestellungen, das vielschichtige Thema Kunst und Mode. Vor einer Woche wurde im Martha die Ausstellung Look, Enthüllungen zu Kunst und Fashion eröffnet und heute ziehen wir mit Fetische des Blicks, Mode und Verführung nach. Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit und setzen damit gemeinsam einen Schwerpunkt, der für die gesamte Region mit ihrer langen Tradition der Bekleidungsindustrie von besonderer Bedeutung ist und der vor dem Hintergrund der Diskussion um Nachhaltigkeit und faire Produktionsbedingungen zugleich hochaktuell ist.
Über das Thema der Ausstellung werden wir gleich noch ausführlich hören. Wir haben aber noch einen weiteren Grund zur Freude, gewissermaßen auch zum Feiern. Im vergangenen Jahr, und ich möchte fast sagen, ausgerechnet in diesem Jahr der fortgesetzten Lockdowns und des Zusammenbruchs des Kulturlebens, wurde die Stiftung Alas Boate 25 Jahre alt. Wir hatten bereits einige spannende Veranstaltungen und die eine oder andere Überraschung geplant, um dieses Jubiläum zu feiern. Aber leider konnte davon nichts stattfinden. Aus dieser unschönen Situation haben wir das Beste gemacht und den entstehenden Freiraum genutzt, um dieses Buch hier zu gestalten. Darin werden auf über 160 Seiten die vielfältigen Aktivitäten der Stiftung in Herford und zuvor in Hannover in den vergangenen 25 Jahren dokumentiert. Zur Vorbereitung dieses Jubiläumsbandes fanden zunächst viele Archivsitzungen statt. Tausende von Fotos und zahllose Schriftstücke wurden gesichtet. In einem zweiten Schritt haben wir dann Dutzende von Kuratoren, Künstlern, Wissenschaftlern und Musikern angeschrieben, die im Laufe der Jahre in der Stiftung unterstützend tätig geworden bzw. dort aufgetreten waren. Wir baten sie um ein kurzes Statement zu unserer Stiftung, um Mitteilung ihrer Erinnerungen und um Wünsche für die Zukunft. Fast alle haben sich zurückgemeldet, nach so langer Zeit nicht selbstverständlich, und die Resonanz war wirklich überwältigend. Die gesammelten Statements finden Sie in einem eigenen Kapitel am Anfang des Buches. Ja, lieber Tim Ulrichs, Sie haben einen besonderen Beitrag zu unserem Buch geleistet und das Cover dafür gestaltet. Da möchte ich mich an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich dafür bedanken. Vielen Dank. Nach einigen pandemiebedingten Verzögerungen liegt diese großformatige und reich bebilderte Chronik der Stiftung nun endlich vor. Wer sich einmal darüber informieren möchte, wie die Stiftung entstanden ist und was wir in der Zeit so alles geleistet haben, dem empfehle ich, sich vorne am Eingang mit einem Exemplar zu versorgen. Zurück zu Kunst und Mode, zu den Fetischen des Blicks. Bevor ich das Wort an Frau Ahlers übergebe, möchte ich erstens Frau Hahn danken, die mit großer Fachkenntnis und sehr engagiert diese Ausstellung konzipiert und kuratiert hat, und wir haben wunderbar zusammengearbeitet. Vielen Dank dafür. Unser zweiter Dank geht an unsere Leihgeber, die unsere Ausstellung ganz wesentlich bereichern. Liebe Frau Neugebauer, jetzt sehe ich Sie gerade nicht, hat sich vielleicht im Hintergrund, ganz hinten bei Ihrer Arbeit. Sie haben uns zwar aus zwei von Ihnen geschaffene Werke beigesteuert, sodass wir auch am Puls der Zeit sind mit unserer Kunst hier. Und wir werden das eine Werk, das muss jetzt ein bisschen still sein, weil das macht ja Geräusche, aber nach den Reden werden wir es wieder in die Freiheit überlassen und dann kann es da sein Unwesen treiben. Sie haben es vielleicht alle schon gesehen. Herzlichen Dank auch dafür. Und abschließend darf ich Sie wie immer an dieser Stelle auf unser Gästebuch vorne am Eingang hinweisen. Einige der Einträge aus den vergangenen 25 Jahren haben Eingang in unser Jubiläumsbuch gefunden. Und vielleicht findet sich Ihr Eintrag im nächsten Jubiläumsbuch wieder, das spätestens in 25 Jahren erscheinen wird. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Kähler, liebe Frau Hahn, verehrte Künstlerinnen und Künstler, die heute Abend bei uns sind, liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, wie Herr Turner freue ich mich natürlich auch außerordentlich, dass ich Sie alle heute hier wieder begrüßen darf. Die Corona-Zeit, die sowohl der Modeindustrie als auch der Kultur und dem kulturellen Leben extrem zugesetzt hat, war neben den damit verbundenen wirtschaftlichen Herausforderungen vor allem auch eine Zeit der Entbehrung. Die meisten von uns haben in dieser Zeit vielleicht besser kochen, backen, Homegardening gelernt und darin auch eine gewisse Befriedigung gefunden. Wir alle mussten aber auch viel entbehren, und das, denke ich, gilt nicht nur für mich, sondern für Sie alle hier heute Abend, nämlich die Auseinandersetzung mit Kunst, Musik und Literatur, live gespielt und vorgetragen, beziehungsweise physisch und analog statt digital betrachtet. Umso schöner ist es, Sie alle heute Abend hier wieder zu begrüßen und dass wir uns heute wieder Bilder
hier in diesen schönen Räumen anschauen können und gemeinsam über das Gesehene sprechen und diskutieren können. Seit über 100 Jahren beschäftigt sich Ahlers mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mode. Insofern war es naheliegend, in unsere Sammlung immer wieder Kunstwerke zu integrieren, die Mode zum Thema haben. Dennoch verdanken wir es erst Wiebke Hahn, all diese Werke unter bestimmten Gesichtspunkten, die diese Werke unter bestimmten Gesichtspunkten ausgewählt hat und so zusammengestellt hat, dass darin ihre unterschiedlichen Aspekte überhaupt erst zur Geltung kommen. Was ich finde auch herausragend ist, und diejenigen, die uns häufiger hier besuchen, werden es, glaube ich, auch spüren, dass es heute irgendwie total anders aussieht als bei den vorherigen Ausstellungen. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen an der Art, dass wir großformatige Objekte zum Teil haben, aber es hängt auch an der Art, dass Sie sich auch uns ermutigt haben, Farbe auch an die Wände zu machen, was man gleich im Eingang sieht, aber was Sie vor allen Dingen auch oben sehen werden. Und insofern ist ein ganz anderer Raumeindruck entstanden. Ja, und darin sieht man eben einerseits die unterschiedliche Darstellung von Mode in ihrer jeweiligen Zeit und andererseits reflektiert es auch, dass Mode weit mehr ist als ein notwendiges Übel, sich zu bekleiden. Den Menschen es nicht nur als notwendiges Übel nahezubringen, das versuchen wir natürlich auch seit 100 Jahren, mal mit besserem und mal mit weniger gutem Erfolg. Aber man sieht das, denke ich, eben hier vor allen Dingen auch in der Kunst, dass es eben mehr ist und dass es eben um mehr geht, als nur ein Bedürfnis, ein menschliches Bedürfnis zu stillen. In den letzten Jahren ist Mode aus ganz unterschiedlichen Gründen immer wieder in unser Bewusstsein getreten, anders als nur als reines Bekleidungsstück oder etwas, mit dem wir uns schmücken möchten, sondern es ist auch aus ganz anderen Gründen in unser Bewusstsein getreten, und zwar einerseits auch aufgrund der ganzen Diskussion um Nachhaltigkeit, um das Thema faire Arbeitsbedingungen, eben um Sustainability und Social Responsibility. Andererseits auch durch das ganze Thema Digitalisierung, wo man ja am Anfang, wenn wir jetzt mal Digitalisierung nur aufs Kaufen und den E-Commerce bezieht, man ja am Anfang im E-Commerce überwiegend Bücher gekauft hat und mittlerweile ja überwiegend Bekleidung im Internet gekauft wird. Natürlich noch viele andere Sachen, aber Bekleidung ist an oberster Stelle. Mode ist aber auch zunehmend in die Museen vorgerückt. Ursprünglich war Mode immer eher in den Designabteilungen zu finden. Wenn man zum Beispiel in New York ans Museum of Modern Art denkt, wo man dann irgendwie Möbel als Objekte dargestellt hat, aber eben auch ausgewählte Schuhe und Bekleidung, um irgendwie das unter historischen Gesichtspunkten zu betrachten. Aber zunehmend hat Mode es eben auch insgesamt in die Museen geschafft und dadurch auch dann vor allen Dingen auch über Ausstellungen über Modedesigner. Der ein oder andere von Ihnen hat sicher über die große Ausstellung von Dior in London gehört oder sie vielleicht sogar gesehen, Gilles Sander vor einigen Jahren in Frankfurt und Pierre Cardin mit der großen Ausstellung im Museum Kunstpalast in Düsseldorf und zur gleichen Zeit in New York. Aktuell zeigt sich eben aber noch ein größeres Interesse an Mode und insofern ist es wirklich interessant auch zu sehen, dass gerade in Bonn in der Bundeskunsthalle mit dem Titel Dresscode eine große Ausstellung über Mode zu Ende gegangen ist. In Düsseldorf, auch wieder im Museum Kunstpalast, eine große Ausstellung jetzt eröffnet wird, Captivate, wo es um Modefotografien der 90er Jahre geht und das zusammengestellt von Claudia Schiffer. Diesen Trend, Mode in ihren vielfältigen Aspekten und Fragestellungen in Museen zu zeigen, und das finde ich wirklich das Tolle daran, Sie können sie eben jetzt auch in Herford erleben. Und zwar einerseits bei uns in, wie ich finde, super gelungener Form, von dem Sie sich nachher dann hoffentlich auch oben auch noch ein Bild machen können, aber auch genauso hervorragend inszeniert im Mater. Letzten Freitag war ja dort die Eröffnung und jeder, der noch nicht da war, möchte ich wirklich ermutigen, dorthin zu gehen. Es ist auch eine ganz, ganz tolle Ausstellung. Die Ausstellungen ergänzen sich ganz toll, weil es eben unterschiedliche Schwerpunkte sind. Das Mater natürlich in dem der Blickrichtung als Museum, was sich auf Gegenwartskunst konzentriert, eben mit Exponaten, die sehr, sehr jung sind und eben absolut aus der Gegenwart stammen. Und bei uns eher angefangen mit Toulouse-Lautrec in einer Betrachtung, die auch eben eine Betrachtung ist, die über die Jahrhunderte geht.
Insofern danke ich auch dem Mater. Die hatten eigentlich Ursprungsidee, eine solche Ausstellung zu machen und hatten uns auch angefragt, ob wir das Thema auch durch Sponsoring, also als Alas AG begleiten. Und das war dann für uns Anlass genug, in unsere Bestände zu gucken und Frau Hahn zu bitten, eben auch hier unsere Ausstellung zu kuratieren. Ja, Sie sind auch insofern ganz aktuell hier bei uns, wenn Sie das Art Magazine aufgeschlagen haben, die neueste Ausgabe, werden Sie sehen, dass dort ein Künstler erwähnt wird, Willy Cole, und von dem gibt es auch in der Mitte dieses Raumes eine Arbeit mit Schuhen, was wirklich eine ganz tolle Arbeit ist, die vor 20 Jahren in unsere Sammlung gekommen ist. Willy Cole, ein mit afrikanischen Wurzeln in Amerika lebend, hat diese Arbeit geschaffen und hat quasi in Form einer Maske Schuhe zusammengestellt. Wirklich eine super spannende Arbeit. Und insofern sind Sie auch hier am Puls der Zeit, dass Sie diese Arbeit hier sehen können, die in der neuesten Ausgabe, wie gesagt, erwähnt wird. Ja, an dieser Stelle danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und würde jetzt gerne das Wort an Frau Hahn übergeben. Vielen Dank. Ja, ich bin ganz gespeichelt von den warmen Worten. Vielen, vielen Dank. Diesen herzlichen Dank kann ich natürlich nur zurückgeben. Ihnen, Frau Ahlers, Herrn Torner und Frau Torner, die ich jetzt hier gerade gar nicht sehe. Es war wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit und hat mir wirklich ganz viel Spaß gemacht. Für eine Kunstwissenschaftlerin ist es ja doch immer etwas ganz Besonderes, aus einer Sammlung und in diesem Falle auch noch einer so hochkarätigen und umfassenden Sammlung wie der Ahlers Collection Werke auswählen zu dürfen und daraus ein Thema zu entwickeln. In den letzten Tagen kam doch immer wieder auch die Frage auf, wie ist das Ausstellungsthema eigentlich entstanden? Und ja, in dem Sinne stand eigentlich, wie Frau Ahlers es ja eigentlich schon auch erwähnt hat, das Thema stand im Großen und Ganzen ja schon fest. Es sollte eine Ausstellung zum Thema Kunst und Mode sein. Und so war eben auch die erste Liste, die ich zur Auswahl bekam, schon begrenzt auf die Kunstwerke, die sich in einem sehr weit gefassten Rahmen dem Thema Mode widmen. Und beim Durchgehen und Recherchieren der Werke bin ich eigentlich immer wieder bei der Arbeit von Daniel Spörri hängen geblieben, die sehr passenderweise jetzt auch gerade hier neben dem Pult hängt. Und die Abbildung war eigentlich so klein, dass ich sie nur wahrnehmen konnte aufgrund der Werkangaben, die dabei standen. Und da stand eben dieses kuriose Miteinander aus leuchtendem Elefantenrüssel, Ledertasche, Rentier, Blattwerk, und man sieht es ja, es ist eben platziert auf diesem sehr plüschigen, kitschigen Teppich, und die Lokalpresse hat es eigentlich schon sehr passend bezeichnet als ein Wohnzimmerkitsch, eben so diese Dinge zusammenfasst, mit denen wir uns eigentlich umgeben, die eigentlich vielleicht auch ziemlich nutzlos sind, aber wir nicht anders können, als sie eben haben zu wollen. Und wer vielleicht Daniel Spörri nicht kennt, der ist 1930 geboren, hat also den Krieg miterlebt und dann eigentlich auch diese Zeit des Wirtschaftswunders und war vollkommen fasziniert von dieser Dingkultur, die sich entwickelt hat und auch die Art und Weise, wie wir uns mit Gegenständen eigentlich zuhäufen, und hat das zum Mittelpunkt seiner Praxis gemacht. Und so war Spörri eben eigentlich der Ausgangspunkt für das Thema. Und die Ausstellung geht vor allem dem theatralen Potenzial von Dingen und Kleidung nach. Einfach gesagt geht es um die Faszination mit Dingen und Kleidung und die Art und Weise, wie Kleidung und Dinge Geschichten erzählen können. Fetische des Blicks, das ist ja der Titel der Ausstellung, und einige haben sich vielleicht gefragt, was bedeutet jetzt da der Fetischbegriff, oder sind über den gestolpert? Denn in der Umgangssprache ist er ja doch eher noch sexuell konnotiert. Und ursprünglich wurde er von Missionaren in Zentralafrika eingeführt, die damit eigentlich kulturelle Praktiken beschrieben, beziehungsweise die Gegenstände, die dabei eingesetzt wurden und denen eine ganz bestimmte Wirkungsmacht zugesprochen wurde und eigentlich auch eine Wesenheit. Und heute wird er aber in der Religionswissenschaft eben nicht mehr verwendet, weil er ja eigentlich sehr abwertend ist gegenüber dieser fremden Kultur. Stattdessen hat eben der Fetischbegriff vor allem in der Kultur- und Sozialwissenschaft Hochkonjunktur erlangt, um vor allem die Beziehung zu beschreiben und die Art und Weise, wie wir die Beziehung eigentlich zu Dingen aufbauen und warum wir uns eigentlich damit so einigeln. Und tatsächlich wird der Fetischismus als ein wichtiges, identitätsstiftendes Phänomen der Gegenwart aufgefasst.
Dinge sind zur zentralen Projektionsfläche für unsere Wünsche und Sehnsüchte geworden und vor allem vielleicht auch seitdem der Glaube an eine gottgegebene Welt sich zunehmend auflöst. So bildet der Fetisch oder besser diese Mystifikation von Dingen und auch ihrer Erhöhung heute einen wichtigen Anker für viele in der Welt. Vielleicht findet sich der eine oder andere dabei wieder. So benennt es zumindest eben der Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme. Und in dem Zuge will ich Sie auch alle nochmal zum Rahmenprogramm einladen, denn dabei wird das Thema nochmal weiter vertieft. Wir freuen uns sehr, dass wir einmal Barbara Finken gewinnen konnten. Die wird am 22.10. hier sprechen und den Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich am 26. November. Und Sie sind natürlich schon ganz herzlich eingeladen. Die Ausstellung gliedert sich in drei Kapitel. Der erste Raum eben dort vorne mit Künstlern wie Beuys, Armand, Nitsch, Willy Cole, Dieter Roth und Warhol, eigentlich so diese gestandene Männerriege aus dieser Zeit eben. Und in der Mitte eigentlich vielleicht auch so ganz eindrücklich dieses Ungeheuer, das sich aus High Heels da emporhebt. Und hier werden eigentlich die alltäglichen Gebrauchsgegenstände zu Speichern von Geschichte und Identität und zum Mittel der Metapher und Repräsentation des Körpers. Armand huldigt eben beispielsweise hier, wie um die Ecke, die Arbeit werden Sie dann gleich noch sehen, seinen guten Freund und Galeristen Alfred Schmäler, der auch zum Beispiel Künstler wie Yves Klein groß gemacht hat oder die Künstler der Zero-Bewegung. Hermann Nitsch, das Bild ist jetzt wahrscheinlich jedem aufgefallen mit dem Malhemd. Das ist eins aus seiner Serie der Schüttbilder. Und während der Produktion des Bildes hat er eben dieses Hemd getragen, das er dort dann zentralperspektivisch angeordnet hat und sich eigentlich ja wie in einem Reliquienbild selbst zur Kultfigur emporgehoben hat. Hier im großen Raum geht es vor allem um die Theatralität von Dingen und wie Dinge sich auch inszenieren und auch natürlich um den Warenfetisch beziehungsweise die Konsumkultur und wie sie Dinge in Szene setzt, um möglichst alle Sinne anzusprechen. Bei der Konzeption der Ausstellung musste ich immer wieder an Emile Zolas Paradies der Damen denken und für all diejenigen, die Geschichte nicht kennen, nicht nur ein kleiner Literaturtipp, sondern vielleicht eine kurze Zusammenfassung. Zola beschreibt in dem Buch aus dem Jahr 1884 eben die eigentlich das quirlige Treiben eines Kaufhauses in Paris und bezieht sich eben auf das erste Kaufhaus, das auch in Paris entstanden ist, und aber auch die Kehrseite der Modeindustrie schon damals. Und er beschreibt vor allem ja eigentlich so ganz brillant die fantastischen Auslagen, die es dort gab, den besonderen Duft, der die Dinge ummantelte, und aber auch die besondere Atmosphäre, die dort herrschte und vor allem wortwörtlich erschaffen wurde. Und die Waren wurden von dem Hauch des Besonderen ummantelt, sodass die Kundschaft vollkommen fasziniert war und nicht anders konnte, als eigentlich die Dinge haben zu wollen. Auch wenn das Konzept des Kaufhauses heute natürlich vielleicht auch überholt ist, das würde jetzt Frau Erlers besser wissen, ist es aber eine bestimmte, ist es doch immer noch dieselbe Strategie. Die Dinge werden so arrangiert und so in eine bestimmte Erzählung eingebettet, dass sie Begehren erzeugen. In dem Buch war es vor allem der Kaufhauschef, der das Drehbuch für die Verkaufsgeschichte schrieb. Und heute sind es die InfluencerInnen und die Abteilung des Content-Marketings, die eine ganz bestimmte Geschichte und Atmosphäre erschaffen, um möglichst alle Reize zu bedienen. Und hier im großen Raum geht es eben um diese Theatralität und Inszenierbarkeit von Mode. Und die Modefotografie ist natürlich das Mittel des Storytellings, weswegen sie natürlich hier auch nicht fehlen durfte. Vielleicht ist Ihnen schon die Arbeit aufgefallen von Bettina Rams, die in ihrer Serie unterschiedliche Frauen in den neuesten Kreationen der Pariser Haute Couture fotografierte. Und anders als sonst schrieb sie oder beziehungsweise das Label aber eben nicht vor, welche Pose von den Frauen einzunehmen wäre, sondern die Frauen durften eben frei entscheiden, wie sie sich eigentlich in der Kleidung fühlen. Und Mila Jovovich zumindest erscheint vor allem ziemlich gelangweilt oder vielleicht auch eher erschöpft von dem Modezirkus. Zu ihren Füßen das Hemd, das sich, glaube ich, gerade nicht dreht, aber macht nichts, aber eben eigentlich eine besonders brutale Bildsprache hat, ist die Arbeit von Ursula Neugebauer. Ich freue mich ganz sehr, dass du da bist, Ursula. Und eigentlich nochmal, ja, eigentlich sehr brutal und bildlich zeigt, wie eingeengt man sich in der Gesellschaft und in ihren Zwängen fühlen kann. Es ist eben ein Slim-Fit-Hemd. Der eine oder andere, dem passt es vielleicht so, andere müssen sich vielleicht eher reinengen. Und sie drückt das eben eigentlich sehr schön aus mit dieser Arbeit.
Wenn Sie dann nach oben gehen, treffen Sie auf eine Auswahl an Werken von KünstlerInnen wie Toulouse-Lautrec, Kirchner, Testino, Albarracin, die alle gemeinsam, ja, eigentlich im weitesten Sinne gefasst, sich dem Thema Gender als gesellschaftliche Kategorie stellen und vor allem auch als Instrument der Macht vorführen. Mode ist dabei ein zentrales Element, durch das unsere Erscheinung fabriziert wird und vor allem unsere Identität zum Ausdruck gebracht wird. Im 19. Jahrhundert wurde die Frau zur Oberfläche der männlichen Selbstdarstellung und zum Fetisch par excellence, weshalb die unterschiedlichen Frauenbilder hier in der Ausstellung natürlich auch nicht fehlen durften. Denn bis ins 20. Jahrhundert hinein weisen Mode und die ausladenden Kleider Frauen in ihre Schranken. Die Künstlerin Dorothy Iommi führte bereits in den 70er Jahren die Thematik, die Künstlichkeit von Gender vor, aber auch vor allem die Gender eigentlich als ein Mittel der Macht und der Unterdrückung. Und obwohl ihre Botschaft damals dem Zeitgeist des gesellschaftlichen Aufbruchs ja eigentlich ganz entsprach, wurde ihre Arbeit eigentlich vielfach zensiert und erst heute wird sie als die feministische Künstlerin gefeiert, so wie sie es eigentlich verdient hat. Und in diesem Sinne könnte ich hier noch den ganzen Abend stehen und Ihnen Einblicke in die einzelnen Arbeiten geben und meine Gedanken dazu ausführen oder beziehungsweise die Ideen zum Konzept. Aber eigentlich macht es ja doch mehr Spaß, die Arbeiten selber zu entdecken. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind. Herzlich willkommen nochmal. Und es bleibt mir eigentlich nur, Ihnen einen schönen Abend zu wünschen und viel Vergnügen in der Ausstellung. Ich freue mich auf die Gespräche. Ja, vielen Dank, liebe Frau Hahn. Ich darf vielleicht auch noch auf unseren Katalog hinweisen, auch mit einem sehr schönen Aufsatz von Frau Hahn da drin, den es vorne am Eingang zu kaufen gibt. Wir haben diesmal geänderte Öffnungszeiten, weil wir glauben, dass durch die Kooperation mit dem MATA vielleicht diesmal auch ein paar mehr Leute kommen werden, als sowieso schon zu uns strömen, samstags und sonntags. Wir haben auch neu in Zukunft freitags auf. Also erzählen Sie es gerne weiter. Und ja, wenn Sie irgendwie Veranstaltungen planen, das ist ja auch immer eigentlich ein Thema, das können Sie auch auf unserer Website finden und irgendwie mit 10 Leuten oder 20 Leuten irgendwie kommen wollen, melden Sie sich auch bitte gerne, weil wir organisieren dann auch gerne spezielle Führungen.